Wir können. Ja. Ist meine Leine da? Okay, wir können. Wuhuhu! Da ist ein Creeper hinter dir. Ich bin, glaube ich, schneller. Ich habe ihn gerade mit dem Bogen abgeschossen vom Pferd aus. Geht alles? Hm? Man kann mit dem Bogen schießen auf dem Pferd? Ja, ja. Auch mit Schwert? Ich glaube schon. Nein! Ah, ich hab's geschafft. Oh. Oh. Ist das hier schon der Wald? Hm? Ist das hier schon der Wald, wo es die Pferde gibt, wo die Wölfe gibt? Ja, ein kleines Stück noch. Kurz vor der Wüste waren die. Das ist der Wald, ja. Ich bin wirklich nicht weit gelaufen, das war voll geil. Ich glaube, hier oben sieht man schon die Wüste, ja. Hier ist Sumpf und Wüste. Und hier drüben stehen dann wohl die Hunde. Auf hier. Hier habe ich mich vorhin voll gehört. Kenn ich schon eine? Ne. Hier irgendwo auf den Bäumen sitzen sie. Wo ist denn die überhaupt? Auf den Bäumen. Noch da? Ja. Ja, dann kommst du angeritten. Oh. Sehe gerade zwar keine hier. Aber hier waren sie. Hier waren eigentlich auch noch mehr. Ist das hier ein Lava-Becken? Ja. Muss mal vielleicht hier irgendwo mal gucken, ob wir irgendwo auf den Berg kommen. Weil wie gesagt, ich habe einige auch nicht gesehen, dann saßen die auf dem Baum. Oh ja, da ist ja schon der Tempel. Ja. Oh lol, was ist denn das für ein Loch? Oh, das, da ist ein Spawner drunter. Nein, Pferdi! Echt, das ist ein... Könnte sein. Ja. Spawner drunter. Ich hab natürlich keine Schaufel dabei. Kann ich mit einer Schaufel abbauen? Bitte? Meint ihr mit einer Schaufel abbauen? Nee, ich rede ja nicht vom Spawner, sondern vom Sand. Ja. Also muss ich ein Pferd hier rausholen. Ich guck mal, ob ich Hunde finde. Oh, aber wenn man auf dem Pferd sitzt, dauert's abbauen länger. Mhm. So wie im Wasser. Komisch, dass jetzt hier keine Hunde mehr sind. Weh, du fährst hier unter Pferd. Hä? Oh, ich hab mit dem Pferd gesprochen. Ich sehe keine. Eisen, aber hier direkt. Music Disc, ein bisschen. Ein Eimer. Wo? Oh. Nein, den Spawner-Kisten. So. Ah. Noch eine Music Disc, Name Tag, nice. Name Tag? Mhm. Name Tag. Immer. Geil, jetzt kann ich meinem Pferd einen Namen geben. Alter! Ich kassiert. Du kassierst gleich was anderes von mir. Ja, der ist ausgefarmt. Können wir mal... Kakteen. Boah, reiten ist so schön einfach, ne? Ja, man kommt so schnell voran. So schnell sogar, dass die Biome nicht mit dem Laden hinterherkommen. Wäre natürlich cool, wenn wir ein Dorf finden würden. Obwohl, wir haben ja ein... Ah, Kartoffeln haben wir noch nicht. Dass man sowas einfach hochlaufen kann, ist geil. Oh, das war ein Kaktus. Ich
Auch ein Kaktus? Ja. Da ist ein Dorf. LOL! Ein großes sogar. Oh ja, ich seh's. Na dann, Kartoffeln haben die bestimmt auch. Stimmt. Rotten. Ja, das hier sind Kartoffeln. Hey, die haben, oh, sogar, die haben sogar Pfähle, wo man unsere Pferde anleihen können. Ja? Ja. Ist das richtig dafür da oder nur Zäune? Nee, nur Zäune. Die Lampen hier halt. Nice, da haben wir ja schon Nachbarn hier. Okay, ich Warum leinst du dein Pferd da nicht an? Geht irgendwie auch nicht. Ich will nur kurz hier. Ja, obwohl, soll man den alles abfarmen oder lassen? Einfach so, damit es schön aussieht trotzdem noch. Weizen könnte man gut mitnehmen, ne? Ja, wir können es ja neu anpflanzen. Stimmt. Wow, ich habe ganze 2 Weizen gekriegt. Dafür schon mal Respekt. Bye. Mein Pferd wird dann. Bitte hat man den dann? Normalerweise mit Rechtsklick, dann. Das nimmt dann keinen Weizen. Okay. Ja, hier könnt ihr mal die neuen Geräusche von den Dorfbewohnern hören. Die haben sich Hammerscheiße an. Nerven überhaupt nicht oder so. Die Samen können wir eigentlich auch gut gebrauchen, können wir unsere Farm vergrößern. Hast du jetzt Kartoffeln mitgenommen? Ich hab Kartoffeln, ja. Das ist gut. Das ist voll so ein Riesendorf, eigentlich. Jo. Das reife Weizen, so. Schade, dass du jetzt keinen Hund gefunden hast, aber, boah. Ja, wir kommen ja gleich nochmal vorbei, auf Rückweg. Ah, stimmt. Wenn das dann einer gespawnt ist. So, ich baue den auch wieder die Kartoffeln an, die ich abgefarmt habe. Ein Smaragd, 4 Brot. Schon cool, wir haben eigentlich alles, was wir haben, brauchen, wollen, können in der Gegend. Ja. Ich meine, das ist ein super Platz für eine Burg. Wir können dann die Dorfbewohner hier unterwerfen. Was? Wer hat das gesagt? Ja, das Problem ist, die umsiedeln zu lassen, ist ja so kompliziert, ne? Ja, das nicht. Hab ich sowieso nicht vor, das ist... Nervig. Was denn habt ihr? Obwohl, so wie Gronkh das hat, finde ich ganz geil. Heute das ja mit einer Mod, aber... Die geht, ist, glaube ich, nicht Multiplayer-kompatibel. Aber... Ja gut, notfalls könnte man die auch, die hier slayen und dann, per Ei einfach sagen, ja, die hat mir jetzt umgezogen. Viele Dorfbewohner mal slayt und dann hat sie mitgenommen oder so. So, reiten wir zurück. Jo. Ja, Durch die Nacht oder wir bleiben? Ja, nee, bis morgen hier bleiben schon dran. Nee. Ich frage mich gerade, ob man irgendwie es schaffen kann, sein Pferd zu schlagen. Das ist nämlich einmal behindert. Wenn du nach unten schlägst, vielleicht. Ah, ich will es mich gar nicht ausprobieren. Aber mit der Faust geht's nicht. Oh! Wieder abgestiegen? Ja. Okay, da vorne ist schon mal der Wüstentempel. Ich bin also richtig drin. Schon mal gut. Oh Gott, durch ja, Richtung Spawn einfach, ne? Stimmt, wir sind ja entgegen bis jetzt zum Spawn weggelaufen. Oh. Ach du Scheiße, wie viel hier ist. Creeper! Aber so kommt man auch ganz gut durch die Nacht einfach, weil die sind halt alle viel zu langsam. Ja, aber jetzt hier im Wald wird es ein bisschen problematischer. Kaktus. Hammer, mein Vetter, Alter. Ich hatte Kaktus und Lag, ja. Fuck.
Alter, wie ein Pfeil an mir vorbeigeflogen ist. Aua. Oh Gott! Boah. Da habe ich nur einen Creeper zwischen gehört. Ich bin in einem Kackloch gefallen gerade. Also ich bin zu Hause. Geschafft. Warum säuft das Vieh ab? Oh, das schwimmt, ne? Emium. So. Was ist das da vorne für ein Zombie? Ist das ein Riesenzombie? Nee. Das wäre auch noch Hammer, wenn es so. Ah, natürlich viele Creeper. Da oben ist ein Enderman. Beeil dich, schon rein. Erstmal, tolle Hüganlein. So, jetzt können wir schon eh nicht starten. Nee. Aber jetzt steht doch das Pferd hier blöde. Ach komm, wir lassen die einfach. Aua! Schlag ihn halt zu mir! Hä? Oh, das Pferd hat sich verabschiedet. Wie er das Gehirn von seinem Kollegen aufhebt. Ja, wir können schlafen. Schön. Zaubertisch wäre halt auch geil. Ja, dazu müssten wir halt. Was bräuchten wir dazu nochmal? Bücher, Obsidian, Diamant. Ja, nee, ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir eine Bibliothek in unserer Festung haben oder so. Sag mal, kannst du mein Sound schon wieder verstellen? Ist nämlich gerade richtig laut, oder? Ja, mein Sound war auf 100%, warum auch immer. Ja, ich meine auch. Ich habe eigentlich immer auf 50 beides. Ich habe 40 Grad zum Aufnehmen. So. Zaubertisch. Diesmal können wir ja auch in den Nether gehen, ohne dass wir große Angst haben müssen. Ja. Ich mach mal so eine Kiste, wo so eine, so, wo so ein bisschen Wertsachen drin sind, ne? Ja, mach mal. Das wäre eigentlich auch als nächstes eine schlaue Aufgabe, ein Lager zu bauen oder so. Obwohl, ich mach mal eben eine private Kiste und dann halt eine für ein bisschen Wertsachen. Sag mal so, in deine Kiste kommt dann halt Name Tag und so rein und. Ach, ich bekomme wieder. Ist ja nett. Ja, hast du ja gefunden. Ja, dafür hast du ja die Rüstung zum Beispiel. Die Pferderüstung. Ja, klar. Wenn ich jetzt noch eine Rüstung finde, dann kriegst du halt die Rüstung. Und wenn du noch einen Nametag findest, dann... Na? Richtig. Alles schön fair aufgeteilt. Ja. Gehen wir schon hin. So, Wertsachenkiste. Schön vor den Ofen gestellt. Was soll's. Slime, Redstone, Lapis, Lazuli, Eisen, Gold. Man braucht eigentlich gar keine Spinnen mehr zu slayen im Moment. Außer wenn wir jetzt, wenn wir dann Zaubertisch, einen Alchemietisch haben und dann Dings wollen, ne? Wir haben halt super viel Spinnenweben durch den, durch die Mine. Ja, die Minen sind halt am besten, um Spinnenweben zu bekommen, deswegen habe ich die auch, in meinem privaten Spiel mal